Moin Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Freue mich natürlich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Ja, und heute ziehen wir mal wieder eins von meinen 11er Inform-Sets. Ich muss jetzt so fairerweise sagen direkt, wir werden nicht meine 100k-Packs öffnen. Ihr wisst ja, ich war in der letzten Woche in Manchester, hab dort ja bei den Regionals mitgespielt und habe mich dort für die Global Playoffs qualifiziert. Also ich bin jetzt unter den besten 64 Spielern der Welt und ja, mir fehlt nur noch ein Turnier und noch ein letzter Schritt zur Weltmeisterschaft, zu meinem großen Ziel in diesem Jahr. Auf jeden Fall ziemlich nice. Ich denke mal, die meisten von euch haben das Wochenende ja sowieso auch auf Twitch live mitverfolgt. Jedenfalls ziehen wir jetzt hier heute nur unser 11er Inform Set, denn in ein paar Tagen kommt ja auch das Team of the Season. Ich habe unter anderem auch Pelé Prime gemacht in Manchester, als ich da war. Wenn ihr dazu noch ein Video haben wollt, ja, dann könnt ihr mir das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Dann würde ich euch das noch am Wochenende hochladen. Da habe ich natürlich auch einige Packs bekommen und ich hatte, glaube ich, hier auch 40-0 Rewards. Also jetzt nicht von dem letzten Wochenende, sondern ja, von dem davor. Die habe ich halt aufgespart. Und eigentlich wollte ich auch nicht ziehen. Allerdings habe ich mir jetzt gerade mal die Preise angeguckt. Also es ist jetzt hier gerade Donnerstagsmorgen. Und die Preise sind halt extrem hoch. Ich weiß gar nicht, warum. Ich meine, das ist ein gutes Team of the Week, aber jetzt auch nichts Besonderes. Aber ich kann euch das einfach mal ganz kurz zeigen. Also hier zum Beispiel, Zaha ist schon mal bei 150.000 nicht auf dem Markt. Dann ein 87er Olivier Giroud kostet 100.000. Hätte ich niemals gedacht, weil der hat halt auch nur 60 Tempo. Dann zum Beispiel Naldo wegen dem Derby. Das ist auch ein Grund, warum ich dann jetzt doch ziehen wollte. Kostet einfach 190.000. Und so hat man echt relativ viele Spieler, die so 100, 150.000 wert sind. Auch so Isco, hier Felipe Coutinho. Und man hat gar nicht so viele Mistspieler, sag ich mal. Denn hier auf der Bank hat man halt Donnarumma auch nochmal 90k. Also man hat eigentlich nur 1, 2, 3, 4, 5 Spieler. Dann Babel und vielleicht auch noch Sandro Wagner und Pereira, wenn man so nimmt. Also man hat 8 Spieler, die sind unter 80.000, wobei er kostet hier auch schon wieder 60.000. Und ansonsten alles Spieler über 80.000, also ich mache eigentlich automatisch so 300, 400k mit dem Pack. Und dann dachte ich mir, das ist eigentlich relativ ordentlich und mit ein bisschen Glück ziehen wir Ronaldo oder so. Und von daher, ihr seht schon, haben wir hier 21 Packs, wie gesagt, noch aus der Pelé SBC und sowas alles und ich kann euch das schon mal ganz kurz zeigen. Wir haben hier mittlerweile 700k Sets. Ich weiß nicht, ob ich nächste Woche spiele, also jetzt an dem Wochenende meine Weekend League, denn auch da haben wir wieder eine Qualifikation für den Club World Cup. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber ja, wie gesagt, halt das ultimative Team of the Week Set wollte ich euch zeigen, auch wenn es jetzt ein etwas kürzeres Video ist. Wie gesagt, ich würde euch dann am Wochenende noch ein etwas längeres Video bringen zu Pelé Prime, wenn ihr das wollt. Und ich würde sagen, wir machen es nicht so lang. Wir schauen einfach mal rein und gucken, ob wir nicht vielleicht unseren Naldo ziehen, der natürlich im Derby ja ein unfassbar geiles Freistoßtor gemacht hat. Also ich würde mich sehr über die brasilianische Flagge freuen. Es wird Brasilien Innenverteidiger Naldo. Nice. Wir ziehen sogar echt den Besten. Das ist echt der Beste, glaube ich, ne? 200k und wir ziehen einfach Naldo und Naldo Depp rein. Warum Depp drin? Warum müssen alle Spieler mal bei mir Deppen? Ich verstehe das nicht. Ja, das ist einfach mal der beste Spieler, den man ziehen konnte und ich wollte auch keinen anderen haben. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch treffe diese Woche und ihm seine Karte überreiche. Bin ich mir nicht so ganz sicher, denn er hat jetzt schon den einen oder anderen Inform gehabt, wisst ihr ja. Ob ich ihm jetzt nochmal auch die Karte gebe, werdet ihr dann alles sehen auf meinen sozialen Netzwerken. Aber Naldo ist auf jeden Fall am Start, 188.000. Überragend und ja, da kann jetzt eigentlich noch alles drin sein. Das Pack ist auf jeden Fall schon mal richtig stark und das ist ein Spieler für 200k und einfach Naldo mit 79 Schuss. Unser Derby Naldo, richtig nice und wir schauen mal, was sonst noch drin ist. Und wir haben noch ein Olivier Giroud, wir haben noch Company, Donnarumma, ja okay. Und ansonsten haben wir die schlechtesten 7 bekommen, die man ziehen konnte. Aber wir haben auch noch Company, wie gesagt, der kostet 136.000 und Olivier Giroud kostet 100.000. Also mit dem Pack hier, mit denen machen wir schon alleine knapp 430.000, sage ich mal. Dann noch Donnarumma kostet ungefähr 100.000. 530.000, der ungefähr 60, sagen wir mal so grob 70 sind wir bei. 600.000 und die jeweils nochmal so 10, 15k. Also so 700.000 mit dem einen Pack. Freunde, das hat sich echt gelohnt, obwohl das Team of the Week nicht so super stark war. Die Spieler waren richtig viel wert, weil irgendwie kaum einer ja noch Packs zieht oder so. Und ich hatte halt den Vorteil, dass ich halt jetzt vor den neuen Weekend League Belohnung wieder ziehen konnte. Also ziemlich nice. Naldo war drin. Ich würde mal sagen, das hat auf jeden Fall mal mindestens 4.000 Likes
für Naldo verdient und für dieses mega geile Pack. Auch wenn das heute nur ein etwas kürzeres Video war. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.